natürlich sehr enttäuscht. Pokal rauszufliegen tut immer weh. Wir haben gut angefangen, haben zwei Möglichkeiten. Ich denke, wo ich auf Robert flank und Khaled, glaube ich, einmal oder ich weiß nicht mehr, was war. Und dann haben sie mit Zweikämpfen dagegen gehalten, dann haben wir uns ein bisschen schwer getan. Ich weiß nicht, ob das Licht dann immer an der Galligkeit so ein bisschen mein Spiel verloren hat, aber das glaube ich nicht. Wir wussten von Anfang an, was uns hier erwartet. Ich glaube, dass die erste Halbzeit nicht so gut von uns war. Da waren wir im Spiel mit dem Ball zu fehlanfällig, waren wir nicht genau genug. Dann ist die erste Aktion dann im Tor gemünzt für die Hannoveraner. Dann kriegen wir ein dummes Tor, wir wollten die Mitte zumachen. Der Ball geht von Innenverteidiger, glaube ich, komplett durch. Das darf man sich passieren. Tut einfach weh. Wenn die zweite Halbzeit war es meiner Meinung nach besser, dann sind wir vors Tor gekommen, haben Chancen gehabt. Ich glaube, Hannover war nicht mehr so oft vorne oder haben nicht mehr viel gehabt. Und es ist dann bitter, aus dem Pokal auszuscheiden. Ich denke, wir waren zwei Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir haben viele Chancen kreiert, wir haben Latte geschossen, drüber geschossen, Ruben nochmal drüber. Wir hatten unsere Möglichkeiten. Ich denke, wenn wir das 1-1 machen, gewinnen wir das Spiel. Wir waren besser im Spiel waren zweite Halbzeit, haben die eigentlich reingedrückt. Dass da nochmal zum Schluss zwei Tore fallen aus dem Konter, wo wir alles nach vorne schmeißen. Das ist dann blöd, weil es dann natürlich 0-3 ist, obwohl das Spiel das Ergebnis glaube ich, nicht hergegeben hat. Das müssen wir uns anschauen, was wir besser machen können. Aber dann dürfen wir, glaube ich, unser Selbstbewusstsein aus der Liga nicht verlieren, was wir uns in den letzten Wochen immer erarbeitet haben. Dieser Stachel sitzt tief. Pokal ist immer geil, wenn wir weiterkommen. Aber ja, wir müssen uns ab morgen Fokus voll auf Rostock legen. In der Liga sind wir jetzt in Schwung, da müssen wir jetzt die Punkte mitnehmen. Wenn wir da gewinnen, sind wir gut dabei und das ist natürlich unser Hauptziel.